Kommen wir nun zur Umstellungskost, die auch Arnold Ehret sehr gut beschreibt in seinen Büchern. Die seid auch online zum Beispiel frei zur Verfügung. Die verlinke ich euch dann auch als PDF zum Beispiel, könnt ihr euch dann gerne herunterladen. Und diese Übergangskost ist halt sehr wertvoll, um halt von einer industriellen Kost den Weg zur Rohkost bzw. auch weiterhin den Weg der Reinigung zu gehen und das ein bisschen schonender auch auf unsere Lebensverhältnisse angepasst, weil natürlich im Vergleich zu Arnold Ehret damals, der hat ja vor 100 Jahren gelebt, ich denke, da war die Belastung und die Umwelteinflüsse und Gifte ein bisschen weniger, als es heute der Fall ist. Und der Arnold Ehret ist ja auch zum Beispiel dann auch später nach Italien gegangen oder sowas und hat dann auch naturbelassene und vollreife Früchte gegessen, die man jetzt in Deutschland, wenn man jetzt nicht unbedingt sein eigenes Obst und Gemüse anbaut oder nicht jetzt unbedingt die Menschen kennt oder wo man halt online bestellen kann, wenn man das Geld dazu hat, sein Obst und Gemüse bestellen kann, das halt richtig unbelassen ist, dann ist halt auch ist etwas erschwert und die Reinigung dauert halt auch länger. Und das vergessen halt auch sehr viele, die Arnold Ehret lesen, weil das Buch kannst du zum Beispiel in einem Tag lesen und die denken dann, hey, der hat das jetzt irgendwie in 3 Wochen hinbekommen, von Nierenleiden bis zu 1 Monat Wasserfasten. Das ist nicht der Fall. Also der hat da, das ist das, was er in seinem Buch beschreibt, ist über Jahrzehnte hinweg. Und das überlesen viele. Und wir sind halt immer noch in diesem kapitalistischen Denken, dass alles von heute auf morgen geht. So Amazon, Warenkorb, zack, rein damit. Und morgen kommt dann ein Paket und dann ist mein Körper rein. So ist es leider nicht. Und das sollte man halt auch berücksichtigen, was ich auch den Leuten immer wieder gerne sage, dass es halt ein langer Prozess ist. Und ja, das Ziel ist es halt, schleimarm bzw. schleimfrei zu werden. Aber natürlich auch mit den entsprechenden Vorbereitungsmaßnahmen, dass das jetzt nicht so läuft jetzt wie zum Beispiel bei mir. Also ja, dass man dann sehr viel Gewicht verliert, Zähne auch angegriffen werden, dann auch lustlos, Müdigkeit und alles mögliche, diese ganzen starken Entgiftungssymptome, dass man das halt ja ein bisschen besser umgeht halt, sage ich mal. Und da sein Leben auch noch einigermaßen mit Freude noch genießen kann. Und da ist es halt, ja, am Anfang ist halt am wichtigsten diese ganzen stark schleimbildenden Sachen, wie zum Beispiel Fleisch, Milch, Getreide, sonstige irgendwelche verarbeitete Industrieprodukte, Fertiggerichte und sowas, dass man die erstmal weglässt. Und dann, wenn man schon jetzt zum Beispiel Krankheiten hat und man muss es von heute auf morgen machen, dann würde ich sagen, sofort schleimarm werden, aber da auch zum Beispiel gedämpfte Süßkartoffeln, Toast gebacken kann man sich zum Beispiel machen, gedämpfte Zucchini, gedünstete Blattgemüse wie Spinat zum Beispiel, gedünstete Blumenkohl oder Kohlsachen und sowas, dass man sich halt das ein bisschen so zusammenmischt und das halt dann auch zu sich nimmt. Wenn man es jetzt nicht ganz schafft, auf Rohkost zu kommen, aber das sind halt zum Beispiel jetzt die ersten Möglichkeiten, die man da auch macht. Sehr viel Blattgemüse ist halt auch wichtig, weil Blattgemüse in dem Zusammenhang ein Besen für den Darm ist und nicht so viel Sachen löst, wie zum Beispiel vollreifes Obst. Also vollreifes Obst löst Giftstoffe, die kommen in den Kreislauf und wenn der Darm noch nicht gereinigt ist oder die Haut oder andere Entgiftungsorgane, wenn man damit erst anfängt, dann zirkulieren die Gifte im Blutkreislauf und dann hat man richtig schlimme Entgiftungssymptome und dann fühlt man sich richtig schlecht und das muss jetzt nicht unbedingt sein. Deswegen viel Blattgemüse, den Darm auf den Vordermann bringen, die Darmmuskulatur auch auf den Vordermann bringen. Da helfen zum Beispiel auch Sit-Ups und da auch die Kombination drauf zu achten, dass man nicht zu viel Lebensmittel in einer Mahlzeit kombiniert. 3-4 optimal miteinander kombiniert. Zum Beispiel, wenn man Obst isst, dann auch mit viel Kräutern oder Blattgemüse. Das ist halt zum Beispiel eine gute Kombination. Also zum Beispiel, wenn man jetzt eine Mango isst, Papaya, Apfel, Zwetschgen, dass man zum Beispiel so Petersilie, Basilikum, auch ein paar Wildkräuter mit dazu nimmt, damit die halt zum Beispiel die gelösten Gifte, die aufkommen, dann nochmal ausgeschieden werden und dann man nicht so viel Probleme hat. Also ich kenne sehr viele Leute, die halt dann wegen Mono-Obst-Mahlzeiten sehr viel Gewicht verlieren, wie ich zum Beispiel.
aber auch andere Beschwerden haben und dann nicht wissen, warum sie nicht mehr zunehmen, obwohl sie so viel Obst essen, und dann bekommen sie auch irgendwann Heißhungerattacken und sowas. Das sind ja auch alles Entgiftungssymptome. Also wie gesagt, nicht so viel mischen, weniger Mahlzeiten. Also zum Beispiel mache ich intermittierendes Fasten, nur 2 Mahlzeiten am Tag. Das hilft schon alleine, dieses intermittierende Fasten, dass man erst zur Mittagszeit zum Beispiel eine Mahlzeit zu sich führt und davor trinkt, um seine Entgiftung ein bisschen in Vordermann zu bringen. Zum Beispiel auch Wasser, zum Beispiel dampfdestilliertes Wasser oder auch Säfte, damit man die Entgiftung dann nochmal über den Tag hinweg unterstützt und dann zur Mittagszeit zum Beispiel seine erste Mahlzeit zu sich nimmt, zum Beispiel grünes Blattgemüse oder sowas, und dann sich so ein bisschen am Abend vielleicht nochmal etwas Herzhaftes macht, zum Beispiel gedämpftes, gedünstetes oder sowas, und so den Tag ausklingen. Und wie gesagt, allein nur wenn man das macht, kann man schon wirklich gesundheitliche, positive Aspekte bei sich feststellen. Letztlich geht es einfach nur darum, den Organismus bzw. auch die Verdauung so wenig wie möglich zu belasten. Auch einerseits jetzt mit den Essenspausen, also den bewussten Essenspausen mal über 12, 14, 16, 18, 20 Stunden hinweg. Kann man ja immer weiter ausdehnen, das intermittierende Fasten. Aber auch, ja, dass man halt weniger Mahlzeiten zu sich nimmt, weil sonst der Körper nicht mit der Verdauung zurechtkommt. Und bei den heutigen Menschen ist es so, zum Beispiel beobachte ich das bei meiner Familie, die essen alle 2 Stunden was und dann immer kreuz und quer gemischt. Fisch, Fleisch, Käse, gebacken, Obst, Gemüse, alles kreuz und quer. Und da ist die Verdauungszeit enorm, weil der Organismus überhaupt nicht mehr weiß, was da alles zu sich genommen wird. Und dann nicht mehr weiß, was nimmt er zu sich, welche Informationen nimmt er dazu. Ist er da mehr oder weniger irgendein so ein Brei, den er versucht zu verdauen. Und es ist halt über mehrere Stunden verdaut er dann. Da bleiben auch sehr viele Reste übrig, weil die Leute dann natürlich weitermachen zu essen, obwohl die Verdauung noch nicht mal abgeschlossen ist von der letzten Mahlzeit, und kommt schon wieder was Neues. Also der Körper ist immer überlastet, überfordert, und dann bleiben halt sehr viele Reste im Darm, zum Beispiel Gluten ist ein Klebereiweiß, Klebstoff, und das bleibt natürlich auch, kommt so in den Darm und verklebt natürlich in den ganzen Darm, und diese Reste bleiben natürlich irgendwo im Darm drinnen, und weil halt die Leute auch nicht hydriert sind. Also wenn ich mir so meine Familie auch anschaue, die konventionell machen, so viel trinken sie nicht und sie essen sehr viel trockene Sachen. Also das ganze Gebacken und so, sehr einfach nur trockene Pampe in dem Zusammenhang. Und da bleibt halt einfach alles stecken. Und das kommt halt über die Jahre hinweg nicht ganz raus, weil die Leute halt nicht hydriert sind, und das bleibt halt einfach stecken. Und ja, deswegen ist es halt auch sehr, kommt das halt über die Jahre, Jahrzehnte immer wieder mal mit was raus, je länger man fastet, je mehr man wasserhaltige Sachen zu sich nimmt, und deswegen einfach auch bei der Übergangskost den Organismus so wenig wie möglich halt auch zu belasten, und auch bei den Mahlzeiten kauen und bewusst essen und sich nicht einfach runterschlingen und sagen, wenn man die Zeit nimmt, also ich jetzt zum Beispiel 45 bis 60 Minuten pro Mahlzeit wirklich kauen, genießen, auch einfach auch die Freude daran zu haben und nicht einfach, ja, weil ich Hunger habe oder irgendwie so ein Gefühl habe, einfach mal runterschlucken und essen, wie man es bei manch einen macht, dass sie halt irgendwie jemand eine Knarre dir in die Schläfe hält und dann sagt, wenn du nicht in 10 Minuten fertig bist, dann töte ich dich. So ist es ja meistens nicht der Fall, und deswegen richtig kauen, da ist halt schon die Vorverdauung im Mund, gut einspeichern, bis es flüssig wird, und dann einfach runter damit, dann ist die Verdauung am optimalsten, der Körper hat weniger Energieaufwand, man fühlt sich auch vitaler. Zum Abschluss ist es auch noch wichtig zu erwähnen, dass man auch darauf achten sollte, wenn man von der konventionellen Kost kommt mit seiner Vorgeschichte und dann zum Beispiel Übergangskost mit einer Fastenzeit einleiten möchte, zum Beispiel 3 Tage Saftfasten oder Wasserfasten macht, sollte der auch recht vorsichtig sein. Also der Arnold Ehret beschreibt es zum Beispiel in seinen Büchern, dass jemand dann gestorben ist, als er beim Fastbrechen Kartoffeln gegessen hat, weil er länger gefastet hat, also über mehrere Tage hinweg oder Wochen auch. Und die Kartoffeln sind in seinem Organismus stecken geblieben. Kartoffeln sind ja auch schleimbildend, aber das hat dann nicht mehr gepackt, ist auch daran gestorben. Also von dem her immer schön aufpassen, Entgiftungen im Auge behalten, immer schön auf dem Körper hören, was möchte er mir damit sagen, und da möchte ich dann im nächsten Video in dieser Reihe dann ansprechen, was denn eigentlich alles Entgiftungen sind, was eigentlich Krankheiten sind und auch dieser Hungerkreislauf. Und wenn dich das interessiert, dann freue ich mich natürlich, wenn du
ja, den Kanal kostenlos abonnierst und dabei auf die Glocke drückst, dann wirst du benachrichtigt, wenn ich dann dieses Video hochlade. Und natürlich freue ich mich auch, wenn dir dieses Video zum Beispiel gefallen hat, über einen Daumen nach oben, damit ich weiß, dass sich das vielleicht auch lohnt, dieses Video, das nächste kommende Video hochzuladen, auch wenn ich es so oder so machen werde. In diesem Sinne, ja, genießt einfach den Moment. Hoffe, euch hat dieses Video auch weiter geholfen, konntet einige Informationen weiternehmen, und wir sehen uns in der nächsten Episode, und darauf freue ich mich, euch wiederzusehen. Bis dahin. Ciao.